Ja, ich glaube, wir sind online. Ja. Gut. Und Leute, servus und herzlich willkommen zum Stream der SDAJ. Diese Woche zum Thema Wirtschaftskrise. Ein Begriff, der jetzt in letzter Zeit ziemlich herumgegeistert ist, zumindest der Begriff der Krise. Ich bin Ken, ich leite die Bildungs-AG im Bundesvorstand der SDAJ und bin aber heute nur Beiwerk, weil uns auch Oliver Klein zugeschaltet ist, unter anderem Autor bei den Marxistischen Blättern und ein ziemlicher Crack, was unter anderem das Kapital von Karl Marx angeht. Genau, der wird heute Rede und Antwort stehen zur Frage, was ist eine marxistische Krisenanalyse, was hat Krise und Kapitalismus miteinander gemein. Und ja, das wird auch so der erste Teil dieses Streams darstellen, wird ein Input von Oliver sein. Und danach, beziehungsweise auch währenddessen, könnt ihr den Chat natürlich nutzen und Fragen stellen, Rückfragen stellen, aber auch, ja, genau, allgemeine Sachen, die euch interessieren. Und ich habe jetzt erstmal nichts weiter zu tun, als an Oliver zu übergeben und euch viel Spaß zu wünschen. Ja, schönen Dank. Ich soll hier was zur aktuellen Wirtschaftskrise erzählen und das will ich auch gleich tun, aber das mache ich nicht einfach so, weil einerseits ist diese aktuelle Krise natürlich tatsächlich was Besonderes mit Corona und alledem. Andererseits sind Krisen im Kapitalismus aber gar nicht so besonders. Da wäre es einfach falsch, Sachen, die so ganz normal sind, als wer weiß, wie außergewöhnlich zu behandeln. Folgendes habe ich mit euch vor. Zunächst mal erzähle ich was über kapitalistische Krisen im Allgemeinen, so wie sie alle 7 bis 10 Jahre etwa ausbrechen. Dann erzähle ich was über ein paar langfristige Tendenzen im Kapitalismus, was sich in längeren Zeitraum verändert und was das dann für Konsequenzen hat. Und drittens komme ich dann auf die aktuelle Situation zu sprechen. Eine Warnung vorweg, ich musste hier recht kurzfristig einspringen. Die ganzen Grafiken und Zahlen und Bilder, die ich hier präsentiere, die sind nicht auf dem Stand, auf dem ich sie gerne hätte. Und gerade weil wir das hier im Internet zeigen, kann ich nicht alles Material nutzen. Aus Gründen von Copyright und so weiter. Ich hatte auch keine Zeit, das mal eben schnell zu übertragen. Also seht die Zahlen bitte nur als Hinweise, sind hoffentlich hinreichend genau, um meine Thesen zu unterfüttern, aber sie sind sicherlich nicht der letzte Schluss der marxistischen Wissenschaften. Gut, fangen wir mal an mit der Marx'schen Krisentheorie. Und die Profis unter euch haben jetzt schon was zu meckern, sowas gibt es nämlich gar nicht. Es gibt weder im Kapital noch gibt es sonst wo ein Kapitel, das die Krise heißt und das sagt, eine kapitalistische Krise sieht so und so aus. Warum das so ist, darüber kann man spekulieren. Vielleicht ist Marx ganz einfach zu früh gestorben. Das Kapitel hätte in den geplanten Abschnitt zur Konkurrenz gehört und den hat er einfach nicht mehr geschafft. Wie auch immer, wenn Marx auch keinen eigenen Abschnitt zur Krise geschrieben hat, so hat er doch verschiedene Bemerkungen hinterlassen. Im Kapital beispielsweise auf Schritt und Tritt, auf jeder Stufe der Darstellung. Und daran anknüpfend haben Marxistinnen und Marxisten dann verschiedene Theorien entwickelt. Leider tatsächlich sehr verschiedene, teilweise grundsätzlich verschiedene. Die will ich aber heute gar nicht mit euch diskutieren. Stattdessen möchte ich auf ein paar Punkte aufmerksam machen, über denen sich dann die meisten auch einig sind. Zunächst mal das. Es gibt Notzeiten und es gibt Krisen und das ist nicht immer das Gleiche. Notzeiten hat es in der Geschichte der Menschheit schon immer gegeben. Es gab Seuchen, es gab Trockenheiten, die die Ernte dann vernichtet haben. Es gab Heuschreckenplagen, es gab auch feindliche Heere, die die Produktion vernichteten. Solche Notzeiten waren schlimm und sie sorgten dafür, dass unzählige Menschen hungerten und auch starben. Solche Notzeiten sind aber nicht dasselbe wie kapitalistische Krisen. Die Ursachen sind andere. Die Trockenheit oder das feindliche Heer sind äußere Faktoren. Sie unterbrechen den Produktionsprozess von außen. Es ist dann auf einmal zu wenig produziert worden und die Menschen hungern und sterben. Kapitalistische Krisen kommen nicht von außen. Es gibt meistens vorher keine Trockenheit und keine Heuschreckenplage und es wird auch nicht auf einmal viel zu wenig produziert. Gegenteil, es wird normalerweise zu viel produziert. Menschen verlieren ihren Job, weil so viele Güter hergestellt werden. So viele, dass es dafür keine Nachfrage mehr gibt. Es gibt niemanden mehr, der den ganzen Quatsch noch kaufen kann. Und die Lager sind auch nicht leer. Im Gegenteil, die quellen über. Und gerade deshalb geraten Menschen in Not. Das heißt jetzt nicht, dass diese Krisen mehr oder weniger schlimm sind als die alten, aber die Ursachen sind andere. Das hier beispielsweise ist ein Bild von der indischen Hungersnot in den 1870er Jahren. Wie viele da starben, die Schätzungen sind sehr unterschiedlich, zwischen 5 und 29 Millionen, aber das war halt eine kapitalistische Krise. Halten wir fest,
kapitalistische Krisen haben was mit Überproduktion zu tun. Ob die Überproduktion jetzt Ursache oder Folge ist, das will ich mit euch gar nicht diskutieren. Wichtig ist nur, es wird zu viel produziert, nicht zu viel, um es zu verbrauchen, aber zu viel für die kaufkräftige Nachfrage. Und nur die kaufkräftige Nachfrage zählt natürlich im Kapitalismus. Wir haben dann zu viele Nahrungsmittel, wir haben zu viele Autos, zu viele Luxusgüter, zu viele Maschinen. Das hätten Menschen früherer Epochen sicherlich nicht verstanden, dass jemand hungern muss, weil zu wenig Nahrung da ist, das ist ja nachvollziehbar. Aber dass er hungern muss, weil zu viel Nahrung da ist, das hätte keiner kapiert. Eine andere Besonderheit des kapitalistischen Zyklus ist seine Regelmäßigkeit. Vorkapitalistische Krisen oder Hungersnöte, die kamen zufällig, so Gott gegeben. Kapitalistische Krisen kommen alle 7 bis 10 Jahre und das ausgesprochen zuverlässig. Man spricht von einem Krisenkreislauf oder, wer das Fremdwort liebt, den Konjunkturzyklus. Gehen wir mal die Phasen dieses Zyklus durch und fangen wir an mit der Stagnation. Warum wir da anfangen und wo das herkommt, das wissen wir jetzt noch nicht. Das werden wir gleich wissen, wenn wir einmal durch den Kreislauf durch sind. Aber jetzt nehmen wir das erstmal hin. Dem ist so. Punkt. Die Stagnation ist eine Phase ohne großes Wirtschaftswachstum, mit hoher Arbeitslosigkeit, mit mangelhaft ausgelasteten Kapazitäten bei den Unternehmen. Aber irgendwann, wir wissen noch nicht warum, fangen die Kapitalisten an, neue Maschinen zu ordern. Zunächst noch recht wenige, aber eine geringe Zusatznachfrage hat schon große Auswirkungen. Das Fachwort, wer das mag, heißt Acceleratoreffekt. Ich mache da mal ein einfaches Beispiel. Nehmen wir mal an, ein Unternehmen hat 10 Maschinen und eine Maschine hält 10 Jahre lang. Also muss der Maschinenlieferant B eine Maschine pro Jahr liefern. Wenn er eine Maschine pro Jahr liefert, kann A weiter so produzieren wie gehabt. Jetzt gibt es bei A eine kleine Nachfragesteigerung von 10%. Um die bedienen zu können, braucht er jetzt eine Maschine mehr. Er braucht also 11 Maschinen als bisher 10. Und die zusätzliche Maschine, die kauft er bei B. Quizfrage, um wie viel ist der Absatz bei B gestiegen? Antwort, um 100%. Das ist die normal verkaufte Ersatzmaschine plus die eine Zusatzmaschine. Die kleine Nachfragesteigerung bei A hat also zu einer großen Nachfragesteigerung bei B geführt. Woher diese Zusatznachfrage kommt, das wissen wir noch nicht. Wir wissen jetzt aber, wenn sie kommt, dann hat es Auswirkungen. Die Maschinenfabrikanten machen schnell wieder Profit, sind ausgelastet, sie müssen selbst neue Maschinen kaufen, sie müssen Arbeiter einstellen. Die Arbeiter verdienen Geld, das geben sie aus. Daran verdienen die Hersteller von Konsumgütern. Die weiten ihre Produktion aus, kaufen mehr Maschinen, stellen mehr Arbeiterinnen und Arbeiter ein. Wir sind halt mitten im Aufschwung. Und dieser Aufschwung ist ein selbsttragender Prozess, ein selbstverstärkender Prozess. Es führt immer stets eins zum anderen. Eine Kapazitätsausweitung in der einen Firma führt zu Kapazitätsausweitung in den anderen Firmen. Man macht Profite. Die Arbeitslosigkeit geht zurück und der Laden brummt. Irgendwann geht der Aufschwung in den Boom über. Die Löhne steigen. Das schafft zusätzliche Nachfrage. Die Maschinerie ist auf dem neuesten Stand. Es werden schon etwas weniger Maschinen geordnet, aber das macht noch nichts, weil was an realwirtschaftlicher Nachfrage fehlt, das kann durch Spekulation lockerflockig wieder wettgemacht werden. Die Grundstückspreise steigen, die Wertpapiere steigen und die Spekulanten können vor Kraft nicht laufen. Das geht so lange gut, bis es nicht mehr gut geht. Die modernen Maschinen produzieren auf Hochtouren, aber für wen produzieren sie eigentlich? Die Aktienkurse gehen durch die Decke, aber die Gewinne stehen erstmal nur auf dem Papier. Irgendwann fällt den ersten Kapitalisten auf, dass da was faul ist. Sie werden vorsichtig. Sie erweitern die Produktion nicht mehr. Sie veräußern ihre spekulativen Wertpapiere. Sobald das auffällt und sobald das mehr als eine Handvoll tun, ist die Krise da. Die Krise ist, wenn man es genau nimmt, der Moment, in dem die Widersprüche, die sich im Aufschwung aufgebaut haben, offenbar werden, in dem sie eklatieren. Und dann beginnt das Rattenrennen nach unten. Jeder Nachfrageeinbruch an der einen Stelle führt zum Nachfrageeinbruch bei anderen Stellen. Insbesondere die Produktionsmittelproduktion geht rapide in den Keller. Machen wir mal wieder mein Beispiel von eben. Jetzt gibt es keine Nachfragesteigerung für A, sondern jetzt gibt es einen Nachfragerückgang von A von 10%. Er braucht also eine Maschine weniger. Das heißt, seine Nachfrage ist plötzlich null. Dumm gelaufen. Unternehmen gehen pleite. Jede Pleite sorgt für Zahlungsschwierigkeiten und jede Zahlungsschwierigkeit wieder für Pleiten. Das ist auch wiederum ein selbstverstärkender Abwärtsprozess. Die Löhne sinken, der Konsum schrumpft und es gibt
permanent den Drang nach unten. Frage, geht es immer so weiter? Nein, im Abschwung entstehen auch Gegenkräfte. Jede Pleite sorgt zwar für einen Nachfrageausfall, sie sorgt aber auch dafür, dass die übrig gebliebenen Unternehmen einen Konkurrenten weniger haben. Es gibt außerdem sogenannte endogene Stabilisatoren, das heißt Faktoren, die für ein Mindestmaß an Nachfrage sorgen. Staatsausgaben zum Beispiel, Arbeitslosenhilfe zum Beispiel und das Durchfüttern von Stammbelegschaften auch. Der Abschwung ist nicht ewig, er führt wieder in die Stagnation. Also in einer Phase ohne großes Wachstum, aber auch ohne große Schrumpfung. Es plätschert jetzt wieder alles so auf dürftigem Niveau dahin. So lange, bis wieder neue Produktionsmittel gekauft werden müssen. Und warum die gekauft werden müssen, das können wir jetzt auch sagen. Der Produktionsmittelabsatz ist in der Krise fast zum Erliegen gekommen. Keiner modernisiert seine Anlagen, wenn für ihn die Nachfrage einbricht. Und ich ordere auch keine neuen Maschinen, wenn ich sie für ein Apple und für ein Ei aus der Konkursmasse meiner Konkurrenz beziehen kann. Aber irgendwann ist damit halt Schluss. Irgendwann sind die Maschinen einfach zu alt. Sei es, dass sie physisch auseinanderfallen oder, das ist in der Regel der Fall, dass es mittlerweile weit modernere gibt. Es lohnt sich dann wieder hier und da in neue Anlagen zu investieren. Und dann geht es wieder hoch bis zum Aufschwung. Gut, das war jetzt mal so im Schweinsgalopp der Zyklus. Fassen wir das mal zusammen. Erstens, Krisen sind nicht schön. Sind katastrophal für große Teile der Bevölkerung. Große Teile des Proletariats werden arbeitslos. Sie verlieren ihre Existenz, sie stürzen ins Elend. Aber auch für die Bourgeoisie ist das nicht alles Ponyhof. Es gibt natürlich immer Kriegsgewinner und Krisengewinner. Aber die Masse verliert an Profiten und verliert meistens auch an Produktionsmitteln. Einige verlieren sogar die Zugehörigkeit zur herrschenden Klasse. Zweitens, Krisen lösen Probleme. Also, sie lösen gerade nicht meine Probleme und sie lösen vermutlich auch nicht eure Probleme. Aber sie lösen Probleme der kapitalistischen Produktionsweise. Die Widersprüche, die sich im Aufschwung aufgebaut haben, die verschwinden. Disproportionen verschwinden, überflüssige Unternehmen verschwinden, spekulative Exzesse werden zurückgefahren, zu hohe Preise werden reguliert, zu hohe Löhne werden runtergesetzt. Man spricht daher auch, aus kapitalistischer Sicht, von der Reinigungsfunktion einer Krise. Die Krise schafft gewaltsam die Voraussetzung für den neuen Aufschwung. So, das ist jetzt erstmal gut und schön und sieht man von ein paar Opfern ab, die das kostet, könnten wir uns jetzt zurücklehnen. Die Gesellschaftsordnung funktioniert. Und die Hungernden, die sollen halt die Soziologen zählen. Aber stimmt das so? Sind Konjunktur und Krise bloß ein ewiges Auf und Ab? Ist immer das Gleiche oder passiert da irgendwas langfristig? Es gibt tatsächlich einige langfristige Entwicklungen, die in den Krisen nicht einfach zurückgenommen werden, die die Struktur kapitalistischer Ökonomien überzyklisch verändern. Und davon gibt es eine ganze Reihe. Ich benenne jetzt mehr nur eine einzige, die tendenzielle Verdrängung lebendiger Arbeit durch Maschinerie. Mit jeder neuen Maschinengeneration steckt in den Produkten weniger menschliche Arbeit. Das ist übrigens der Hauptgrund, warum Maschinen eingeführt werden. Sie spart Arbeit ein. Aber die Arbeit ist die Quelle der Werte und damit auch die Quelle der Profite. Und darum sorgt das letztendlich für einen Rückgang der Profite. So, das war jetzt völlig verkürzt der Kern des Marx'schen Gesetzes vom tendenziellen Fall der Profitrate. Ich will hier gar nicht versuchen, das Gesetz zu entwickeln. Marx braucht dafür 2,5 Kapitalbände. Und das kann ich nicht und das will ich nicht in 5 Minuten hier nachmachen. Hier nochmal zum Angucken. Wir sehen erstens, die Profite gehen in der Tendenz zurück. Zweitens, sie gehen nicht von Jahr zu Jahr zurück. Es gibt immer wieder Phasen, sogar lange Phasen, in denen sie ansteigen. Und darum heißt der Fall der Profitrate ja auch der tendenzielle Fall der Profitrate. Mich interessiert jetzt aber weder die Theorie noch die Empirie der Profitratenentwicklung. Mich interessieren die Folgen. Und die könnt ihr auch sehen, wenn ihr mit dem Gesetz selber gar nichts am Hut habt. Das ist eine Grafik, die stammt vom Statistischen Bundesamt 2019. Sie zeigt das Wirtschaftswachstum in der Bundesrepublik. Und die Tendenz ist eindeutig. Es geht von links 8,2% im Durchschnitt in den 50er Jahren über 4,4%, stufenweise runter bis zu 0,9% in den ersten 10 Jahren in den 2000ern. Im letzten Jahrzehnt dürfte es schuldenfinanziert leicht höher gelegen haben, aber das kann man noch nicht sagen, da fehlt jetzt halt noch die aktuelle Krise. Im Allgemeinen lässt sich aber sagen, mit dem Rückgang der Profite wird das Wirtschaftswachstum schwächer und das wird es dauerhaft. Aus diesem dauerhaft schwachen Wirtschaftswachstum folgt jetzt natürlich einiges. Zum Beispiel folgt eine hohe Arbeitslosigkeit. Stagnation oder auch nur schwaches Wachstum bedeutet einen Anstieg der Arbeitslosigkeit, genauso wie übrigens starkes Wachstum ein Sinken der Arbeitslosigkeit bedeutet. Hier in Deutschland war das Steigen der Arbeitslosigkeit
den letzten Jahren moderat, sogar teilweise negativ. In Südeuropa, beziehungsweise in Griechenland, Italien, Spanien und so weiter, da war es natürlich wesentlich schlimmer. Zweitens, die wachsende Staatsverschuldung, die jetzt tatsächlich in ziemlich allen Staaten angestiegen ist, aller neoliberalen Sparrhetorik zum Trotz. Gespart wird natürlich bei den Unterschichten, aber wenn es um die Profite der Unternehmen geht, dann lässt sich der Staat nicht lumpen. Ob das vor 10 Jahren jetzt die Banken waren oder ob das heute zum Beispiel die Lufthansa ist. Drittens ist die wachsende Aggression nach außen zu benennen. Und zwar egal, ob das jetzt politisch ist oder wirtschaftlich ist oder militärisch. Die Krisenlasten werden zumindest versucht, auf andere Staaten abzuwälzen. Deutschland mag sich da von der Größenordnung her noch von den USA unterscheiden, aber sicherlich nicht von der Sache. Gut, kommen wir zur aktuellen Situation. Wie lautet da die allgemeine Erzählung? Die sagt, es gibt da dieses Virus und das Virus sorgt für Störungen in der Wirtschaft. Unternehmen wie die Tourismusindustrie, wie die Kneipen, wie die Verkehrskonzerne, die sind halt betroffen. Und deswegen sind wir jetzt alle in eine Krise gerutscht. Die Erzählung klingt erstmal plausibel und sie kann sich auch auf nachvollziehbare Beispiele stützen. Aber stimmt sie so? Was war denn eigentlich vor dieser Krise? Da hatten wir beispielsweise den Konflikt zwischen Großbritannien und der EU. Er endete mit dem Austritt Großbritanniens. Nicht, dass ich darüber jetzt allzu sehr weinen würde, aber wirtschaftlich hat das natürlich erhebliche Konsequenzen, diesseits und jenseits des Ärmelkanals. Der Konflikt zwischen den USA und China, der ist auch wesentlich älter als der Corona-Konflikt. Es gab bereits einen erheblichen Handelskrieg. Es gab Zölle, es gab Gegenzölle, es gab die Auseinandersetzung um Huawei und so weiter. Und die aggressiven Maßnahmen der USA richteten sich ja nicht nur gegen China. Auch die EU und Deutschland sind, wenn auch im geringeren Maße, ebenfalls betroffen gewesen. Allgemein lässt sich sagen, dass sich die Konjunkturlage bereits in den Jahren, ja im letzten Jahr vor allen Dingen, schon erheblich eingedrückt hat. Das hier ist eine etwas ältere Grafik des Manager-Magazins, die ich mal hier zitiere. Wir sehen, dass sowohl die Industrieproduktion, die ist blau eingezeichnet, als auch die Automobilproduktion ins Minus rutscht. Und Überschrift, unterwegs in die Rezession. Guckt mal auf die Daten, das ist wesentlich vor der Corona-Krise geschrieben. Dasselbe hier, Welt Online vom 24. September 2019. Überschrift, wir steuern mit Tempo auf eine Rezession zu. Dieser Artikel enthält eine Grafik unter anderem, zum Beispiel diese. Und da sieht man auch, ja, September 2019, der IFO-Index geht ins Negative und der Wachstumsindex des anderen ist nahe der Nulllinie. So, von Covid-19 wusste damals noch kein Schwein was. Was macht die aktuelle Wirtschaftskrise aus? Nun, wie in jeder Wirtschaftskrise gibt es natürlich Unternehmenspleiten. So, sicherlich gab es da Verschiebungen. Manches Restaurant, das jetzt Konkurs anmeldet, hätte ohne Corona wahrscheinlich überlebt. Das ist keine Frage. Aber zum Beispiel die Schwäche der Automobilindustrie, die ist weit älter als die Corona-Krise. Marktbereinigungen waren hier sowieso notwendig. Wenn da jetzt Unternehmensführungen laut klagen die Hand aufhalten, dann ist das einfach nur dreist. Arbeitslosigkeit nimmt natürlich zu. In Deutschland ist das noch gemildert durch Kurzarbeiterregelungen. In den USA geht die Arbeitslosigkeit derzeit durch die Decke. Ich glaube, 41 Millionen Menschen habe ich gestern gelesen. Das ist ein Viertel der arbeitenden Bevölkerung. Ist das was Besonderes? Jein. In einigen Bereichen ist die Arbeitslosigkeit ganz sicher erheblich durch das Coronavirus verursacht. Zum Beispiel im Tourismus. Auch die Schnelligkeit der Entwicklung dürfte durch das Virus deutlich verschärft worden sein. Aber an sich ist natürlich Arbeitslosigkeit in der Krise eine normale Sache. Verschiebung zwischen den Branchen, Verschiebung zwischen zeitlichen Abläufen, sicherlich. Aber insgesamt glaube ich zu wenig, zumindest ist das weniger der Fall. Digitalisierung ist jetzt natürlich ein ganz großes Thema. Homeoffice, Industrie 4.0, Digitalisierung von Schulen und so weiter, alles ganz aktuell. Aber ist das neu? Ich denke, kein Stück. Die Entwicklung geht schneller als unter normalen Umständen, aber sie geht in die gleiche Richtung. Und sie wird mit dem Hinblick auf die Arbeitswelt dieselben Auswirkungen haben. Kurz gesagt, Menschen verlieren ihre Jobs, die Überwachung wird stärker. Die soziale Schere geht weiter auseinander. Das ist überhaupt nicht Corona. Das ist Kapitalismus. Und das Letzte hatte ich schon genannt, konfrontative Außenpolitik. Wird jetzt natürlich besonders deutlich am Konflikt zwischen den USA und China. Aber gibt es da was Neues? Sehe ich nicht. Sicherlich ist die Trumpsche Rhetorik, dass die bösen Chinesen sein super tolles Krisenmanagement unterlaufen, die hätte es natürlich so nicht gegeben. Da hätte er sich was anderes ausdenken müssen. Aber den US-chinesischen Handelskrieg, den gab es auch so schon. Und auch NATO-Hochrüstung gab es schon und Aggression über Russland gab es schon und Kuba-Blockade und Syrien-Konflikt und so weiter und so fort, das alles gab es schon. Noch lange, bevor irgendwer was vom Coronavirus gehört hat.
Und dass der ganze Kram innen- und außenpolitisch über Staatsgelder finanziert wird, das ist ebenfalls nicht neu. Das ist Jahrzehnte alt, mindestens. Auch hier, die Dimension und die Schnelligkeit der Maßnahmen hängt mit der Virusepidemie zusammen, die Sache an sich aber sicherlich nicht. Auch nicht übrigens, dass sich hier um Milliarden und Abermilliarden handelt. Das war bei der Finanzkrise vor 10 Jahren bereits genauso. Fassen wir also zusammen. Die aktuelle Krise wird sicherlich durch das Virus modifiziert. Zum Beispiel hinsichtlich der Frage, welche Branchen betroffen sind und in welchem Ausmaß sie betroffen sind. Bezüglich der Dauer und der Tiefe der Krise lässt sich keine Aussage treffen. Auch ohne das Virus wäre diese Krise tief gewesen. Auch ohne sie wäre das Arbeitslosigkeit angestiegen. Ob sie etwas mehr oder etwas weniger angestiegen wäre, kann ich nicht sagen. Sagen lässt sich mit Sicherheit, dass die aktuelle Krise auch ohne das Virus gekommen wäre. Sie hatte längst begonnen, als die Chinesen die Erkrankung entdeckt haben. Und bekämpft wird die Krise mit den üblichen Mitteln. Einsatz von Staatsgeldern, Milliardensubventionen für Großunternehmen, Attacke auf die Rechte von Beschäftigten, Druck auf schwächere Staaten, Rüstungspolitik, Kriegspolitik, davon ist gar nichts neu. Ob und wie erfolgreich das alles ist, das werden wir sehen. Das hängt nicht zuletzt ab von den Reaktionen der Arbeiterinnen und Arbeiter. Lassen sich jetzt alle vom Wir gegen das Virus einfangen oder rennen sie sogar zunehmend in Rudeln irgendwelchen durchgeknallten Kleinbürgern hinterher, die irgendwelche Verschwörungsmythen verbreiten? Oder erkennen sie, dass sie diejenigen sind, die wirklich systemrelevant sind? Dass man auf Börsenspekulanten ganz gut verzichten kann, aber nicht auf Krankenschwestern und Verkäufer. Das ist die spannende Frage. Aber das ist jetzt nicht mehr mein Thema. Ich bin fürs Erste fertig und bedanke mich bei euch allen für eure übermäßige Geduld. Ja, vielen Dank. Ich schaue gerade mal. Ich würde vielleicht ein paar Fragen vorweg selber noch stellen, bevor ich dann auch ein paar aus dem Chat nehme. Was ich sehr, oder was heißt verwirrend, was immer wieder aufgetaucht war, wenn ich etwas zur Krise gelesen habe, war irgendwie, dass es eine sehr große Unklarheit gibt. Ist das jetzt eigentlich eine neue Krise oder ist es eigentlich noch die von 2007, die einfach nur wieder aufflammt? Kannst du da irgendwie was dazu sagen? Es gibt beides. Also es gibt die Tatsache, den normalen Krisenzyklus, den ich im ersten Teil kurz angesprochen habe, 7 Jahre, 10 Jahre in etwa diese Länge, da ist es sicherlich was Neues. Aber dieser Zyklus wird überlagert durch langfristige Tendenzen und die bauen sich auf. Da wird es nichts Neues sein, sondern da werden die alten Widersprüche, die nicht gelöst worden sind, sondern die, ich sag mal, zugekleistert worden sind, teilweise durch Riesenstaatsgelder, die brechen wieder auf und die kommen wieder. Und die kommen wahrscheinlich sogar verschlimmert wieder als vorher, denn bestimmte Sachen, zum Beispiel staatliche Schulden und so weiter, die sind jetzt einfach verschossen. Kann man überlegen, wie viel noch mehr Schulden gemacht werden und noch mehr Schulden gemacht werden, aber irgendwann ist die Sache halt weg und dann kommt es deutlicher wieder als vorher. Also wie gesagt, beides. Einerseits der Zyklus, den sieht man ganz deutlich an den Bildern, aber andererseits auch die überzyklische Tendenz, die geht im Augenblick, meine ich, ziemlich nach unten. Genau, eine andere Sache, die ich sehr spannend fand, ist, wie reagiert der bürgerliche Staat darauf? Also da erleben wir Sachen wie diese Autokaufprämie, die ja eigentlich jetzt in 2 Tagen bei diesem Autogipfel durch wahrscheinlich so präsentiert werden soll, aber dieser Autogipfel wurde jetzt, glaube ich, abgesagt, wenn ich das richtig gelesen habe. Andererseits gibt es Stimmen in der Union, die zum Beispiel dafür sind, den Mindestlohn entweder stagnieren zu lassen oder ihn doch gleich runterzukürzen. Wieder andersrum sieht man so gewisse Formen von Protektionismus, wenn im Handelsblatt am 20. Mai dann steht, dass der Gesundheitsminister Altmaier sich dafür stark macht, dass man irgendwie ausländische Übernahmen deutscher Firmen, die für das Gesundheitssystem produzieren, dass man diese Übernahmen erschweren will in Zukunft. Gibt es irgendwie so eine rote Linie, die gerade der bürgerliche Staat, der deutsche bürgerliche Staat führt, um durch diese Krise zu schippern? Einige der Maßnahmen sind natürlich alt wie die Steinzeit, ne? Also dass man in der Krise fordert, dass die Löhne gesenkt werden, das ist nicht sonderlich neu, das tun bestimmte Kreise immer. Die Tatsache, dass Gelder ausgeschüttet werden, das passiert auch jedes Mal in jeder Krise. Es wird zwar immer sonst erzählt, wir müssen sparen, 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 aber wenn es dann um die Lufthansa geht, dann sind plötzlich trotzdem 9 Milliarden da oder für die Autos sind die Autoprämien da oder so weiter. Das ist nichts Neues.
Was etwas Neues sind, glaube ich, die protektionistischen Geschichten. Die kommen jetzt nicht ganz neu. Die gab es natürlich Anfang des 20. Jahrhunderts auch schon mal. Man denke an Monroe-Doktrine, man denke an diese ganzen Sachen, die in der Zeit der 20er, 30er Jahre damals diskutiert worden sind. Das war eine Zeit lang weg. Im Zuge des Neoliberalismus wurde dann eher international gehandelt. Aber es ist auch jetzt nicht so besonders überraschend. Der Neoliberalismus kommt zum Ende und dann haben sie wieder alte Rezepte, dann nehmen sie wieder mal den Versuch, Protektionismus hervorzugehen. Also da sehe ich jetzt nicht irgendwie was Neues oder was Überraschendes. Frage ist, wie es durchkommt. Können sich die Unterschichten dagegen wehren und können sie bestimmte Sachen zumindest abwenden, abmildern oder können sie es nicht? Das sehe ich im Augenblick relativ pessimistisch, aber da kann ich mich ja gerne von ja, etwas Besseren belehren lassen. Okay, vielleicht noch eine letzte Frage, bevor ich etwas aus dem Chat dran nehme. Du hattest vorhin die schöne freudsche Fehlleistung, indem du Kriegsgewinner gesagt hast, statt Krisengewinner. Das hängt ja durchaus miteinander zusammen. Wie siehst du da Potenziale dafür, dass wir jetzt hier tatsächlich auch in diese Krise ein kriegerisches Potenzial mit sich bringt, das uns tatsächlich nicht nur demnächst oder jetzt schon in die Wirtschaftskrise blüht, sondern tatsächlich auch mehr größere und zerstörerische imperialistische Kriege auf uns zukommen im Zuge dieser Krise? Ja, offen gestanden gewaltig. Also ich hoffe sehr, dass ich mich da irre und ich hoffe sehr, dass sich der Vernunft oder die Restvernunft des Bürgertums da doch noch siegt. Aber ja, wenn man sich die objektiven Faktoren ansieht, insbesondere die USA, aber auch sicherlich Deutschland mit den Hochrüstungen, mit Defender 2010, mit den Sachen gegenüber China, dann ist es zumindest ziemlich gruselig. Also es wird sicherlich eine weitere Hochrüstung geben. Es wird sicherlich versucht werden, den Druck auf China zu stärken mit militärischen Maßnahmen. Also da sehe ich zumindest eine sehr, sehr große Gefahr, dass das auch mal irgendwann aus dem Ruder läuft und dann tatsächlich zum militärischen Konflikt führt. Wie groß der wird, mein Gott, da will ich jetzt keine Schwürkenkickerei betreiben oder ich will auch keine schwarzen Wände an die Wände bemalen, aber es wird, ja, die Tendenz ist da, ohne Frage. Okay, ich weiß gar nicht, ob es eine richtige Frage war, aber sie geht für mich in die Richtung, das ist jetzt vielleicht noch eher abstrakter gefragt und weniger konkret auf die Krise jetzt. Trotz dessen dem Kapitalismus ja eine Krisenhaftigkeit inhärent ist und diese auch zyklisch immer wieder auftauchen, gibt es ja immer noch diesen kapitalistischen Fortschritt. Also es wird ja nicht, wir kommen ja nicht mit einer Krise irgendwie, werden wir zurückgeworfen auf den Stand, den wir vorher haben. Es wird nichtsdestotrotz werden technische Errungenschaften ermöglicht. Wenn es denn tatsächlich so einen Fortschritt gibt, mal polemisch gefragt, warum sollten wir dann überhaupt gegen den Kapitalismus sein und nicht einfach sagen, naja, alle paar Jahre ein bisschen Krise ist doch gar nicht mal so schlimm. Alle paar Jahre ein bisschen Krise wäre nicht schlimm, wenn es kleine Krisen wären, die sich wieder einfangen. Es wäre schlimm für die Leute, die davon betroffen sind. Es wäre schlimm für die Leute, die ihre Existenz verlieren. Alles schön. Aber klar, das Wirtschaftssystem wird dadurch nicht erfasst. Die Frage ist, ob die Krisen so klein bleiben oder ob es nicht ziemlich große Krisen geben kann. Es gibt in der Geschichte des Kapitalismus zumindest zwei Fälle, wo es sogenannte große Krisen gab. Das war Ende des 19. Jahrhunderts, 1870er Jahre, die große Krise. Und dann gab es die 1929, die ebenfalls große Krise. Ob sowas uns wieder bevorsteht, ist zumindest nicht ausgeschlossen. Ich denke, das ist die Sache, die wesentlich noch erschreckender ist als der normale Krisenzyklus, der tatsächlich nicht so besonders erschreckend ist, zumindest in Westeuropa. In Entwicklungsländern ist die Situation wieder anders. Da sterben tatsächlich massenhaft Leute. So, die andere Sache ist Fortschritt, gibt es selbstverständlich, muss man aber ein bisschen differenzierter betrachten. Wie sieht dieser Fortschritt aus? Also auf der einen Seite gibt es tatsächlich mittlerweile Punkte, wo der kapitalistische Fortschritt so nicht mehr funktioniert. Guckt euch einfach mal die Eisenbahn an oder guckt euch Brücken an, die jetzt mal wieder ab und zu repariert werden. Aber in Nordrhein-Westfalen bei uns gibt es kaum noch eine Brücke über den Rhein, die nicht defekt ist. Also hier werden tatsächlich ja, Produktionsmittel nicht mehr so weit aufgebaut und vorangetrieben, wie das mal war. Auf der anderen Seite gibt es Sachen wie, nehmen wir ruhig die aktuellen Beispiele, die Tatsache, dass die Bundesrepublik mindestens 2 Monate lang brauchte, um halbwegs vernünftig Schutzmasken zu machen, und genau genommen haben wir immer noch keine Schutzmasken, zeigt auch, dass mit dem Fortschritt hier sehr ambivalent ist. Es gibt natürlich
vernünftige Technologien, sowas schnell herzustellen. Es gibt auf der anderen Seite aber kein Interesse, sowas zu tun. Es gibt kein Interesse, eine vernünftige Daseinsvorsorge von Krankenhäusern oder so zu machen. Auch da ist eine Sache, wo der Kapitalismus ja irgendwo an Grenzen stößt, meine ich. Also auch da gibt es schon Tendenzen, auch wenn es jetzt noch nicht die große Katastrophe ist, wo man aber sagen kann, hier sollte schon mal ein bisschen was anderes passieren, als das, was passiert. So, und wie gesagt, die langfristige Tendenz ist noch was ganz anderes. Da glaube ich schon, kann uns noch eine Krise bevorstehen, die wesentlich größer ist als das, was wir in unserer Lebenszeit zumindest bisher erlebt haben. Genau, jemand fragt in Bezug auf, oder was bin ich auch da weiß ich nicht, ob es eine Frage war, zumindest wurde da das Thema Ressourcen aufgemacht. Die werden ja sehr offensichtlich irgendwie, zumindest nicht gerade wenige Ressourcen, werden ja immer knapper. Inwiefern spielt das bei einer Wirtschaftskrise, auch bei der, die wir jetzt haben, mit rein, dass, keine Ahnung, das Öl nicht endlich abbaubar ist auf dieser Erde? Schwierig. Also in die konkrete Krise kann das immer sofort reinspielen und kann es eine deutliche Rolle spielen. Also die Frage, das ist ja dann Produktionsmittel, wie entwickeln sich die Produktionsmittel im Verhältnis zu den Arbeitskräften? Das kann eine krisenverschärfende Rolle spielen. Es kann auch eine Rolle spielen bei Frage Kriegen und so weiter. Langfristig, theoretisch, sehe ich das aber nicht so wahnsinnig doll, weil es gibt immer die Möglichkeit, bestimmte Ressourcen durch andere Ressourcen zu ersetzen. Also nehmen wir mal an, das Öl wird knapp. Man kann dann auf zum Beispiel Sonnenenergie oder Atomkraft oder sonst was umswitchen. Da sehe ich nicht zumindest etwas, wo der Kapitalismus insgesamt ans Ende kommt. Sicherlich bei Kriegen, sicherlich bei Umweltkatastrophen und so weiter, da spielt das eine Rolle. Aber eine langfristige Geschichte würde ich zumindest in diesem Punkt nicht sehen. Die ökologische Frage ist eine andere Frage, aber ökonomisch sehe ich da kein zumindest revolutionäres oder sonst viel Potenzial. Okay, ich lese einfach mal eine Frage vor. Bietet die Krise nun die Möglichkeit, dass sich Europa aus dem Block mit den USA weiter löst und die Kooperation mit China intensiver wird? Das ist ja zurzeit ziemlich umstritten, auch innerhalb des deutschen Kapitals. Die Möglichkeit sicherlich, die bestünde sogar auch ohne Krise. Ob es gewünscht ist, ob es gewollt ist, kann ich nicht sagen. Da gibt es augenblicklich außerordentlich harte Debatten innerhalb der Herrschenden selber. Deutschland hat über die letzten Jahrzehnte äußerst erfolgreich mit den USA zusammengearbeitet. Also die Tatsache, dass die Deutschen heute da sind, wo sie sind, verdanken sie wesentlich der Tatsache, dass die US-Amerikaner hier nach 45 ja, den alten Nazis den Hintern gerettet haben, dass sie Deutschland wieder stark gemacht haben, dass sie letztlich die Wiedervereinigung herbeigeführt haben. Das ist ein Erfolgsmodell gewesen, diese Zusammenarbeit mit den USA, und deswegen wird sie auch nicht so schnell aufgekündigt, denke ich. Zumindest gibt es einige Teile, die immer noch daran glauben, dass das tatsächlich in Zukunft auch der richtige Weg ist. Und dann gibt es natürlich auch die Unternehmen, die mit den USA den Großteil ihrer Unternehmens, zumindest außenwirtschaftlichen Erfolge feiern. Auf der anderen Seite werden natürlich die Chinesen immer größer, immer stärker, sodass es da die Gegentendenz gibt. Was sich da durchsetzt, kann ich wirklich nicht sagen. Also die Möglichkeit, dass sich das lossagt von den USA und in eine andere Richtung geht, besteht sicherlich. Aber vorhersagen, sicher kann ich es nicht. Ich würde tendenziell sagen, sie versuchen noch lange Zeit beim Alten bei den USA zu bleiben. Erstens, man weiß, was man hat und die Taube in der Hand und so weiter, beziehungsweise der Vogel in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach. Zum Zweiten sind natürlich auch die politischen Interessen vom ökonomischen abgesehen mit den USA wesentlich ähnlicher als mit den Chinesen oder den Russen oder so ähnlich. Also zum Beispiel imperialistische Kriege kann man mit den USA wunderbar führen, auch wenn es da Konflikte gibt. Mit den Chinesen ist das im Augenblick so eine Sache, das wollen die nicht so richtig mitziehen. Also das funktioniert dann eben nicht. Also ich würde sagen, das wird konfliktbeladen eine Weile noch weitergehen. Ob es ewig so weitergeht, weiß ich auch nicht. Okay, und da ist direkt eine nächste Frage unten drunter. Bietet diese Überproduktionskrise einen zweiten Anlauf für Altmaiers Mega-EU-Monopole und so weiter für das Kapital? Ich denke, auch im Hinblick auf das Ende des Neoliberalismus kommen diese Mega-EU-Monopole sowieso. Also das wird er versuchen durchzusetzen, beziehungsweise natürlich nicht nur er ist ja bloß die Marionette, sondern die Kräfte, die dahinter stehen, haben Interesse an solchen Politiken.
Die Überpollutionskrise, wie alle Krisen, sorgt dafür, dass natürlich kleinere Kapitalien als erstes pleite gehen, die großen überleben, beziehungsweise vielleicht sogar gestärkt daraus hervorgehen. Es wird also beschleunigen, das wird sicherlich passieren. Es wird sicherlich verstärkt passieren durch die Politik, die gerade gemacht wird, zum Beispiel, dass große Unternehmen wie die Automobile, wie die Lufthansa staatliche Subventionen bekommen und die Kleinen werden sich mit ein paar Krümeln abgeben müssen. Aber das ist eine allgemeine Geschichte. Also ich denke, diese Tendenz, die besteht und die wird auch durchgesetzt werden. Okay, genau, hier ist noch eine Frage, inwieweit verändern der staatsmonopolistische Kapitalismus und die allgemeine Krise des Kapitalismus die kapitalistischen Krisen? Vielleicht kannst du uns auch noch mal kurz erklären, was staatsmonopolistischer Kapitalismus ist. Ich glaube, es wäre ganz gut, dass wir da alle irgendwie im Bilde sind, bevor du auf die Frage eingehst, wenn du magst. Es gibt ein paar Begriffe, die habe ich in meinem Vortrag hier jetzt ausgespart, zum Beispiel den Begriff Monopol und so weiter. Ich weiß nicht, inwieweit ich es einführen soll. Kurz gesagt, es gibt die These, die man vertreten kann, ich vertrete sie, dass der Kapitalismus, in dem erstmal dazu führt, dass Unternehmen wachsen. Es gibt Konzentration, es gibt Akkumulationsprozesse, die Unternehmen werden größer. Und sie werden nicht nur einfach so größer, rein quantitativ, sondern sie werden auch dahingehend größer, dass sich bestimmte Unternehmen herausbilden, die dann führend werden, sei es ökonomisch, sei es politisch, dass sie Eingriffsmöglichkeiten auf den Staat bekommen. Und dass sich dann irgendwann eine Differenzierung innerhalb der kapitalistischen Klasse selber herausbildet, nämlich auf der einen Seite die breite Masse der in Anführungsstrichen normalen Unternehmen und dann auf der anderen Seite Monopole, die bessere Voraussetzungen haben, sich durchzusetzen und die auch Zugriff auf den Staatsapparat haben. So, und wenn dieser Zugriff auf den Staatsapparat dauerhaft sich etabliert hat, spricht man vom staatsmonopolistischen Kapitalismus. Das heißt, dass die führenden Köpfe innerhalb dieser Unternehmen, der Monopolunternehmen und die führenden Köpfe innerhalb der staatlichen Bürokratie miteinander verschmelzen und bestimmte Interesseneinheit bekommen. Das ist, glaube ich, in dem Begriff des staatsmonopolistischen Kapitalismus. Wobei das jetzt nicht heißt, dass das gleichberechtigt ist oder so, dass der Manager von Siemens das gleiche ist jetzt wie der Wirtschaftsminister oder so. Das ist nicht der Fall. Aber die Interessenkonvergenz, die ist eben deutlich. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt allgemeine Krise des Kapitalismus und so weiter machen soll, weil das ist jetzt ein zweiter Vortrag. Was hat das jetzt mit Monopoltheorie und was hat das mit Monopolen zu tun? Ich kann das gerne versuchen. Aber ich glaube, das führt ein bisschen weg vom Thema, was wir jetzt hatten. Musst du sagen, was wir machen sollen? So, mich würde es interessieren. Du kannst gerne ein bisschen ausholen, wenn du magst. Na gut, also nehmen wir mal an, es würde stimmen und wir hätten einige große Unternehmen, wie zum Beispiel Volkswagen, wie zum Beispiel Lufthansa, wie Siemens, wie NBW und so weiter, die eine bevorzugte Position innerhalb der kapitalistischen Unternehmen haben. Dann wird das im Hinblick auf Krisenbekämpfung sich dadurch auswirken, was wir jetzt auch sehen, dass die bestimmte staatliche Hilfen leichter bekommen als andere, beziehungsweise sie überhaupt erst bekommen. Milliardensubventionen gibt es nicht für den Krauter an der Ecke, es gibt auch nicht Milliardensubventionen für den kleinen Maschinenbauproduzenten mit seinen 1.000 Angestellten, sondern das sind Sachen, die sind quasi exklusiv für die ganz großen Unternehmen. Die anderen kriegen ein paar Tropfen. Das führt dazu, dass diese Situation weiter verschärft wird. Das heißt, es gibt keinen Ausgleich zwischen diesen Geschichten, sondern die Monopolen bzw. die großen Konzerne werden weiter einen Vorsprung behalten von den anderen, beziehungsweise die anderen gehen pleite, die großen werden größer. Das ist immer der Fall, aber es wird nochmal verschärft. Was die Krise insgesamt angeht, würde ich sagen, gibt es da wenig Auswirkungen dahingehend, was den Verlauf angeht. Wir hatten es gesehen in den 1920er, Ende der 1920er Jahre. Da gab es zunächst die Tatsache, dass große Unternehmen, damals waren es vor allen Dingen Stahlindustrie, Schwerindustrie und so weiter, dass sie sich der Krise relativ entzogen haben. Sie haben auch ihre Stammbelegschaften lange Zeit behalten. Sie haben die Preise nicht gesenkt. Zum Beispiel haben die Stahlunternehmen den Stahlpreis relativ hoch gehalten. Der Absatzmarkt dieser Firmen ist natürlich eingebrochen. Aber das hat nicht dafür geführt, dass sie irgendwie mit den Preisen groß nach unten gegangen sind. Damit haben sie ihre Gewinne sozusagen ja, nicht verteidigt, aber doch ihre Position verteidigt, zunächst. Das geht eine Weile gut. Das kann soweit gut gehen, wenn sie das so lange durchhalten, bis die Krise zu Ende ist und dann weitermachen wie bisher. Aber bei der Krise nach 1929, die eben keine normale zyklische Krise war, sondern die eine Krise war,
die nach unten durchgeschlagen ist, wo diese von mir benannte Abwärtsspirale eben keinen Endpunkt gefunden hat, da wurde das dann eben nicht besser, da wurde es sogar krisenverschärfend auf Dauer. Und dann ist die Frage, was passiert dann? Nach 29 bzw. nach 33 hat es dann der Staat geregelt mit einem Aufrüstungsprogramm, wo dann die Gewinne wieder gemacht worden sind. Aber das muss nicht passieren oder beziehungsweise ist nicht immer notwendig. Es kann passieren, dass es dann doch einbricht und dass die Krisenbewältigung auf diese Weise nicht mehr funktioniert. Jetzt müsstet ihr mich genauer fragen, was ihr jetzt wissen wollt. Das kann ich jetzt auf einzelne Sachen eingehen, aber ich bin jetzt ein bisschen am Schwimmen. Vielleicht kommt dann ja noch mal eine konkrete Rückfrage. Nur hier sind noch ein paar andere Fragen eingetrudelt, die wir angehen sollten. Eine Frage lautet, wie befeuert das Finanzkapital Krisen, beispielsweise durch Wetten auf den Niedergang von Staaten oder Währungen? Ja, ist schon gesagt. Also erstmal, Finanzkapital ist nicht immer krisenbefeuert. Es kann sein, dass die Krise erstmal sogar verzögert. Also gerade im Boom, wenn das Realkapital bereits schwächelt, insbesondere die Produktionsmittelproduzenten bereits schwächeln, können das Finanzkapital durchaus lange Zeit noch etwas aufrechterhalten, was zumindest so aussieht wie ein Aufschwung. Also es muss zwar nicht mehr investieren in eine neue Maschinerie, weil meine Maschinerie ist hochmodern und auszuweiten die Produktion macht vielleicht auch keinen Sinn, aber was mache ich mit den Gewinnen? Naja, ich lege sie in Aktien an. Dadurch steigen die Aktienkurse. Was mache ich, wenn Aktienkurse steigen? Naja, ich kaufe Aktien. Was passiert, wenn ich Aktien kaufe? Naja, die Aktienkurse steigen. Es gibt hier also eine Tendenz, die durchaus in der Lage ist, die Krise zu verzögern. Es sieht dann so aus, als sei alles bestens. Es sieht so aus, als werden Gewinne gemacht. Es werden Gewinne sogar wesentlich mehr gemacht als sonst. Hier ist dann die Sache, wo gesagt wird, das Finanzkapital ist irgendwie dreht im leeren Luftraum und die machen ihre Casino-Geschäfte. Das stimmt in der Situation sogar auch. Nur geht das eben nicht ewig. Wenn das zusammenbricht, dann bricht es doppelt zusammen. Dann verschwindet erstens der fiktive Überbau, also die Gewinne, die gemacht worden sind, obwohl da keine realwirtschaftliche Grundlage hintersteht. Und es geht mit der Realwirtschaft auch bergab. Also das ist dann sozusagen die Verschiebung nach unten, dass es dann einen doppelten Abwärtseffekt gibt. Ja, die andere Sache mit Aufkaufen von anderen Staaten und solchen Geschichten, das sind einfach Ausweichmechanismen, die solches Kapital halt hat. Damit können sie sich durchaus auch eine Weile über Wasser halten. Also wenn Staaten wie, was weiß ich, Argentinien, Brasilien und so weiter, die Schuldtitel in den USA oder in Europa haben und diese Staaten dazu zwingen, diese Schuldtitel zu bedienen, ist das natürlich für das europäische Kapital erstmal positiv. Und was das in diesen Ländern ausmacht, als zum Beispiel die Argentinier gezwungen worden sind, von internationalen Gerichtshöfen die US-amerikanischen Schuldtitel zu bezahlen, das ist auch klar. Daran gewinnen dann US-Amerikaner, beziehungsweise genau genommen das US-amerikanische Kapital. Und die Argentinier sind in den Hintern gekniffen, weil die müssen jetzt doppelt und dreifach zahlen. Genau, ich würde zwei Fragen ein bisschen zusammenlegen, weil ich glaube, die ergänzen sich ziemlich gut. Da wird gefragt nach dem also ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der Krise, die jetzt voranschreitet, und so irrationalistischen Erscheinungen wie diese Corona-Rebellen, also dass man eben Attila Hildmann und Ken Jebsen und sonstigen, sehr schwierigen bis irren Menschen hinterherrennt. Also ob es einen Zusammenhang zwischen Krise und eben diesen dass viele Leute sich jetzt irgendwie oder mehr vermehrt sich hinter solche Leute und hinter Verschwörungstheorien stellen auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, wie groß ist denn die Gefahr einer Faschisierung, auch im Hinblick darauf, ob das Kapital jetzt gerade in dieser Krisenzeit auf diese Karte setzen würde? Also erstmal, irrationale Tendenzen sind im Spätkapitalismus natürlich überall virulent. Das, auch Ken Jebsen und solche Leute sind natürlich älter als die Corona-Krise. Also die Grundtendenz, dass Kapital und Kapitalherrschaft nicht mehr rational begründet wird, sondern irrational und teilweise extrem irrational mit irgendwelchen Weltverschwörungstheorien und so weiter, das ist normal. Dass es verschärft wird in der Krise, ist auch normal. Ken Jebsen hat jetzt wahnsinnig große Zuwächse. Solche Leute finden jetzt mehr Gehör als andere.
ist nicht so, dass das alles völlig neue sind. Viele waren immer schon auf dem Trip und rennen jetzt eben mal auf die Hygienedemo oder sonst was. Aber ich glaube schon, dass sie neue Leute finden für ihre Thesen und dass sie damit auch Erfolg haben. Also man muss schon sagen, na klar, das wird dem Irrationalismus weitere Zulauf verschaffen. Und ich denke auch, dass die Arbeiterbewegung im Augenblick viel zu schwach ist, dem dauerhaft was entgegenzusetzen. Zumindest sehe ich das im Augenblick nicht, auch wenn es natürlich andere schöne Sachen gibt. Ja, was war der zweite Teil der Frage, den ich jetzt vielleicht vergessen habe? Ach, die Faschisierung. Ja, dass Deutschland insgesamt, muss man jetzt ein bisschen zweigeteilt beantworten. Das eine ist die reaktionäre Tendenz dieses Staates. Die hat er immer, die wird sicherlich weitergehen und die wird auch sicherlich weiter durchgesetzt werden. Also wir finden sicherlich Maßnahmen, demokratiefeindliche Maßnahmen und so weiter und so fort. Und ich glaube nicht, dass die herrschende Klasse sich entgehen lässt, das jetzt weiter umzusetzen. Faschisierung im Sinne von, wir machen jetzt einen Faschismus auf, wir fangen jetzt hier an, eine neue NSDAP oder eine AfD so an die Macht zu hieven, dass sie tatsächlich eine qualitativ andere Gesellschaftsordnung hier macht, qualitativ anders, nicht ökonomisch anders, aber politisch anders, sehe ich im Augenblick nicht. Da gibt es aus verschiedenen Gründen keine Gründe für. Das gibt die Tatsache, wir sind noch nicht so schwach ökonomisch, dass das notwendig wäre. Auf der anderen Seite gibt es auch nicht so viel linken Widerstand, dass es notwendig wäre. Ich glaube, die kommen im Augenblick mit der bürgerlichen Demokratie, mit einer autoritären Variante der bürgerlichen Demokratie, relativ gut klar. Das heißt nicht, dass sowas nicht in Reserve gehalten wird. Dafür gibt es ja Ken Jebsen und so weiter und so fort. Und dafür gibt es auch die AfD. Die Karte liegt auf dem Tisch. Die wird sicherlich auch nicht wieder runtergenommen werden. Auf absehbare Zukunft, also sagen wir mal 2, 3, 4, 5 Jahre, sehe ich keinen Faschismus in Deutschland. Aber da kann ich mich auch irren. Aber im Augenblick glaube ich eher eine autoritäre Variante der bürgerlichen Demokratie. Okay, eine weitere Frage aus dem Chat ist, inwiefern kommt es durch die Krise zu machtpolitischen Verschiebungen im herrschenden Block? Mit dem Stichwort wachsender Einfluss der IT-Branche, Digitalisierung, 5G und so weiter. Genau. Herrschenden Block innerhalb Deutschlands oder herrschenden Block international? Also innerhalb Deutschlands sehe ich es im Augenblick nicht. Es gibt sicherlich Sachen, dass bestimmte Bereiche, die immer sehr wichtig waren, zurückgehen. Beispielsweise die Deutsche Bank hat sehr viel verloren an Stärke. Automobilindustrie schwächelt gerade, aber dass das so qualitativ so weit geht, dass solche Bereiche aus der herrschenden Klasse oder aus der Monopolbourgeoisie oder wie auch immer rausfallen, kann ich im Augenblick nicht erkennen. Sicherlich gibt es immer solche Schwankungen, dass neue Technologien sich durchsetzen, aber ich wüsste jetzt nicht, welche Unternehmen, zumindest innerhalb Deutschlands, da jetzt besonders zu nennen wären. International sicherlich zwischen den einzelnen Kräften, das sieht man innerhalb Europas, da gibt es verschiedene Strategien. Europa ist zurzeit außerordentlich schwach, das ist ja nicht bloß die Austreten der Briten gewesen, es gibt ja auch immer noch die Separationstendenzen in Italien, in Spanien, in Griechenland und so weiter und so fort, teilweise schwach, teilweise stärker. Es gibt international Verschiebungen, USA, China haben wir schon benannt. Es gibt sicherlich auch da zwischen technologisch modernen Unternehmen und den technologisch rückständigen Unternehmen beziehungsweise von technologisch rückständig Unternehmen dominierten Staaten Differenzen und Verschiebungen. Da wird sicherlich viel mehr passieren, denke ich. Aber ja, ist ein bisschen Spösenkriegerei, muss ich zugeben. Genau, eine nächste Frage vom Sozialismus pfälzischer Prägung, by the way, ein sehr schöner YouTube-Name. Inwieweit mildert der Imperialismus durch Kapitalexport etc. die Auswirkungen der Krise? Ja, das tut er seit es ihn gibt, seit 120 Jahren. Wenn ich in einem Unternehmen immer mehr Kapital habe, Kapital überakkumuliere, das heißt hier zu viel Kapital habe, um die Verwertung noch vernünftig gestalten zu können, kann ich dieses Kapital auf die Reise schicken und kann suchen, ob ich Länder finde, wo ich mein Kapital günstig anlegen kann. Das werde ich normalerweise finden. Das hat jetzt nichts mit dieser Krise zu tun. Es wird sicherlich weitergehen, es wird sicherlich auch versucht werden, in dieser Krise das auszunutzen, aber dass das jetzt das wesentliche prägende Moment dieser Krise ist, glaube ich eigentlich nicht. Das heißt nicht, dass es keine Bedeutung hat. Es hat für den Imperialismus eine ungleich hohe Bedeutung, ist sogar eines der Definitionsmerkmale von Imperialismus, keine Frage.
Aber dass es jetzt für die konkrete Krise eine Bedeutung hätte oder die entscheidende Bedeutung hätte, glaube ich nicht. Weil es einfach zu normal ist. Okay. Ich glaube, ich habe eine Frage vorhin übersprungen. Muss ich mal schnell suchen. Genau, die ist, glaube ich, eher so eine Crack-Frage. Was wird passieren, wenn die Profitrate gegen Null geht oder Null erreicht und der Sozialismus immer noch nicht erreicht ist? Also, ob die Profitrate Null erreicht, weiß ich nicht. Es reicht aus, wenn sie dauerhaft sehr niedrig ist, dann wird das zu einem permanenten Steigen von Arbeitslosigkeit führen. Nicht unbedingt in allen Ländern gleichzeitig. Die Deutschen haben es eine Zeit lang geschafft, die Arbeitslosigkeit zu exportieren, beziehungsweise Arbeitslosigkeit in Südeuropa und solchen Ländern zu haben und dafür hier relativ vernünftig noch zu sein, mit bestimmten statistischen Tricks und so weiter und so fort. Aber es führt natürlich dauerhaft zu ja, bestimmten Krisensachen, wie gesagt, steigende Arbeitslosigkeit, steigende Staatsverschuldung und so weiter, was irgendwann nicht mehr aufgefangen werden kann. Es würde dann zu einer großen Krise kommen. Und dann ist die Frage nicht, ist der Sozialismus da oder ist der Sozialismus nicht da? Dann ist allgemein die Frage, die herrschende Gesellschaftsordnung ist offenkundig dann, ich sag mal, am Ende oder zumindest stark in Frage gestellt. Und dann ist die Frage, wer kann es umsetzen? So, und wenn die Arbeiterklasse es nicht umsetzen kann, und danach sieht es zumindest in Westeuropa im Augenblick nicht aus, dann setzen die anderen ihre Lösungen durch. Ihre Lösungen waren bis jetzt zweimal bei zwei Weltkriegen, die militärische Expansion nach außen und den Versuch, die eigene Schwäche zu exportieren, indem ich die anderen eben ja, erobere und ihnen meine Schulden, meinen ganzen Driss aufdrücke. Ich will das jetzt nicht weiter diskutieren. Also ich hoffe, dass das nicht der Fall sein wird. Aber wenn es der Fall ist, wird es nochmal ziemlich bitter. Das ist ganz einfach die Sache. Ich sehe keine anderen Alternativen als entweder wir schaffen eine vehemente und relevante Wende in Richtung einer progressiven Politik. Muss noch nicht der Sozialismus sein, aber es muss zumindest etwas sehr Starkes nach links sein. Oder die Sache geht nach rechts. Und wo es nach rechts hingeht, ich sehe auch bei denen keine anderen Konzepte als die, die sie haben, nämlich Aggression nach außen und so weiter. Diese Frage wird sich zuspitzen und vor der stehen wir in ein paar Jahren. Werden wir nicht jetzt davor stehen. Ist nicht sehr optimistisch, aber ist so. Okay, vielleicht noch ein bisschen in Richtung Optimismus, zumindest in die Frage hinein, was wir praktisch trotz der Schwäche der Arbeiterbewegung hierzulande und eben auch in der vielen anderen imperialistischen Zentren, was können wir nichtsdestotrotz oder was müssen wir gegen die Abwälzung der Wirtschaftskrise auf die Arbeiterklasse tun? Die Arbeiterklasse stärken, Punkt. Also das müssen natürlich nicht wir tun oder wir müssen es nicht alleine tun. Da können sehr, sehr viele mitmachen und da gibt es auch durchaus ein paar, ich denke, hübsche Anzeichen dafür, dass sowas funktionieren kann. Zumindest im Gesundheitssektor gab es einige Leute, die zumindest neues Selbstbewusstsein bekommen haben, dadurch, dass sie jetzt die Corona-Helden waren. Ob das mit den Helden und ob das mit dem Klatschen so die richtige Sache ist, aber es haben einige Leute mitbekommen, dass sie systemrelevant sind. Selbst die Verkäuferin, die immer das Letzte vom Letzten war, hat mitgekriegt, sie ist relevant. Und der Börsenmakler ist es eben nicht. Das gilt es zu fördern, das gilt es zu diskutieren, das gilt es voranzubringen. Das ist unsere Hauptaufgabe, glaube ich. Und wenn man dann noch ein bisschen was reinbringen kann, von wegen, wir müssen es nicht bloß so machen, dass wir wieder da sind, wo wir schon mal waren, sondern dass man vielleicht ein bisschen weitergehen muss und auch benennen kann, wo denn wirklich die Gegentendenzen sind und wo die reaktionären Punkte sind und wo jetzt wirklich die Verschärfung dieser ganzen Sache herkommt, dann sind wir schon ein Stück weiter. Aber wie gesagt, das wird ein harter Kampf, weil auf der anderen Seite stehen Corona-Rebellen und Hygienedemos und so weiter, die was ganz anderes erzählen. Da sind es dann eben, müssen nicht die jüdische Weltverschwörung sein, aber müssen irgendwelche Weltverschwörungen sein oder sonst was, ja, die nicht auf die Idee kommen, es müsste hier das Gesundheitssystem gestärkt werden, sondern die auf die Idee kommen, wir müssen jetzt wieder arbeiten und wir müssen dafür sorgen, dass die Chinesen uns nicht mit dem Virus vergiften oder so ähnlich. Okay, ich glaube, wir neigen uns so langsam auch zeitlich dem Ende. Ich habe noch selber eine Frage, die jetzt auch dann schon wieder sehr, sehr weit von dem Eigentlichen weggeht, die ich aber mich interessieren würde. Wie sehen denn Krisen im Sozialismus aus? Also gibt es da auch so etwas wie zyklische Krisen, Überproduktionskrisen? Und wenn ja, wie geht man im Sozialismus im Vergleich zum Monopolkapitalismus um damit?
Also Sozialismus ist ja eine Übergangsgesellschaft. Ich würde sagen, wenn wir ihn wirklich mal etabliert hätten, gäbe es keine zyklischen Krisen mehr, weil im Sozialismus, auf einer bestimmten Stufe zumindest, wird ja produziert, um die Menschen zu versorgen mit Gütern. Dann gibt es keine Überproduktion mehr. Ich könnte zwar mal zu viel produzieren von irgendwas, das wäre dann mal Pech, aber dass allgemein die gesamte Gesellschaft mehr produziert, als verbraucht wird, wie soll das passieren? Also das Problem ist ja nicht, dass wir zu viele Autos haben. Ich hätte nichts gegen ein neues Auto, beispielsweise. So, ich brauche kein SUV, aber ich bräuchte vielleicht mal ein neues Auto. So. Oder mehr Nahrungsmittel oder sonst was. Es gibt keinen Grund, diese Sachen nicht umzuverteilen. Es gibt keinen Grund, Unternehmen nicht auszulasten. Es gibt keinen Grund, eine Maschine stehen zu lassen und keine Arbeiter daran. Ich könnte die Arbeiter kürzer arbeiten lassen, wenn ich wollte, oder sonst irgendwas. Es gibt keinen Grund, irgendwelche Überproduktionskrisen im Sozialismus zu haben. Das gibt es nicht. Punkt. Was es geben kann, ist auf dem Weg von Kapitalismus zum Sozialismus, da wird es auch eine gewisse Übergangsperiode geben, dass es da noch sowas gibt, aber das wird, wenn, dann deutlich schwächer werden und dann auch verschwinden. Da sehe ich überhaupt, also das ist nicht mein Problem im Augenblick. Okay, ja, problematisch ist, dass wir jetzt so ein bisschen ans Ende der Zeit gekommen sind. Ich sehe hier auch gerade erstmal keine Fragen mehr. Und genau, du bist auch sehr kurzfristig eingesprungen, deswegen wollen wir dich jetzt hier nicht auch noch über deine Zeit hier beanspruchen. Deswegen danke dir, Oliver, für das tolle Input und die Antworten auf die Fragen, die hier gestellt wurden. Danke an die Leute, die hier Fragen gestellt haben und die hier mitdiskutiert haben, sich das angeschaut haben. Genau, ihr solltet nächste Woche Sonntag wieder einschalten. Da wird es dann wieder einen Livestream der SDAJ geben. Welches Thema, das könnt ihr, da könnt ihr euch darüber informieren, indem ihr euch bei Instagram, Facebook, Twitter, die üblichen verdächtigen Kanäle und Plattformen, ja, die SRJ-Seiten abonniert und genau, dann werdet ihr darüber informiert und bleibt auf dem Laufenden. Ansonsten, genau, nochmal danke an dich, Oliver, und euch allen noch einen schönen Abend. Tschüss.